Gelungene Premiere in Lübeck. Mit 250 Teilnehmern waren die ersten Short Sea Shipping Days am 7. und 8. Oktober ein voller Erfolg. Unter der Schirmherrschaft von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Thorsten Albig richteten die Veranstalter ihr Hauptaugenmerk auf die Zukunft des Kurzstreckenseeverkehrs. Gastgeber des Branchentreffs waren die IHK Nord, die IHK zu Lübeck und das Short Sea Shipping Inland Waterway Promotion Center, SPC. Einmal geht es uns auch darum, die Branche zusammenzuholen für den Austausch innerhalb der Branche, für das Networking. Aber wir wollen natürlich auch ein Signal nach außen geben. Der Kurzstreckenseeverkehr, aber auch die Binnenschifffahrt ist eine Alternative, die immer noch ungenutzte Potenziale hat, weil es einmal nicht jedem bekannt ist, aber auch, weil, wie es ja hier diskutiert wird, es natürlich auch Herausforderungen gibt. Als wesentliche Herausforderung bestimmen die neuen Schwefelgrenzwerte und deren Einhaltung das Geschehen der Branche. Ab dem Jahreswechsel gelten für alle Schiffsverkehre auf der Nord- und Ostsee die neuen Schwefelgrenzwerte von 0,1%. Die Schifffahrt hier ist gezwungen, ab 1. Januar nur noch Gasöl als Treibstoff einzusetzen mit einem Schwefelgehalt von 0,1%. Das heißt, das wird zu Preiserhöhungen führen und wir hoffen sehr, dass die Kunden das akzeptieren werden und es nicht zu Verkehrsverlagerungen kommt. Gleichzeitig bemühen wir uns natürlich um technische Lösungen, sprich Abgasreinigung. Der ehemalige Bundesverkehrsminister Professor Kurt Bodewig machte als einer von 23 Referenten die Bedeutung des Kurzstreckenseeverkehrs für die gesamte europäische Wirtschaft deutlich. Also ich glaube, dass Short-Sea-Shipping und Binnenwasserstraßen in Deutschland massiv unterstützt werden. Wir werden in den nächsten Jahren einen enormen Zuwachs von Güterverkehrsvolumen haben. Und insofern, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Volumina auch verlagert werden, dass sie nicht nur auf der Straße landen. Und hier kann eben Short-Sea-Shipping, aber auch die alten klassischen Binnenwasserstraßentransporte eine wesentliche Rolle der Aufnahme führen. Wir müssen dafür aber speziell auch die Struktur entwickeln. Den ersten Short Sea Shipping Days ist es gelungen, die Bedeutung und Potenziale der Kurzstreckenseeverkehre in die öffentliche Diskussion zu stellen. Eine Fortsetzung des Formats ist von den Veranstaltern bereits geplant.